Da. Wir können da natürlich nicht durch. Moment, kommt. Ne, kommt nicht wieder gut. Das hat sich jetzt somit bestätigt. Dann müssen wir uns nur noch um den Rest hier kümmern. Okay, also wenn wir einfach in den Gegner reinlaufen, bekommen wir ebenfalls Schaden. Das heißt, in dem Fall müssen wir warten, bis der ein bisschen weiter hopst. Na? Ah, na toll! Verpiss dich da oben, wir können nämlich auf der Leiter nicht angreifen. Ich will doch mal wissen, was das für seltsame springende Dinge sind. Verpiss dich, ja genau. Okay, die können wir also auch zerstören. Gut zu wissen. Können wir damit irgendwas anfangen? Nee. Und scheinbar gibt es nach einem Treffer nicht wirklich so eine Unverwundbarkeitszeit. So, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, denn mir wurde von einer Person zumindest gesagt, eben, dass die Karten tatsächlich riesig sind. So wie es bei den damaligen Games auch noch tatsächlich war. Und die Viecher sind einfach weg, okay. Ein Wasserfall mit Geräusch, aber ich denke, hier sind wir eigentlich noch zu früh. So, wir sollen natürlich auch irgendwie Geld und Erfahrungspunkte sammeln. Wir gehen jetzt trotzdem noch kurz in die andere Richtung. Und dann möchte ich bitte irgendwie noch wissen, wie wir speichern können. Dann wäre ich eigentlich soweit ganz zufrieden. Ah, verdammt. Den Typ ist jetzt tatsächlich zu nichts nutze. So, wir waren in dem Zelt und in dem können wir jetzt mit dem vielleicht speichern, nachdem er uns das gesagt hat. Welcome Youngster, bla bla bla. Ach so, stimmt, die Runen waren ja noch gar nicht entsperrt wieder. Los, alter Mann, beeil dich, sprech ein bisschen schneller. Danke. So, können wir dann vielleicht uns hier aufladen oder so? Oder ist es tatsächlich nur bei Level Up? Was ist das? Game Master? Glück wieder und Instagram 8K. Interessant. Okay. Scheinbar müssen wir erstmal hochleveln. Das bedeutet, wir schlagen uns, wenn möglich, mit diesen Gegnern hier. Wegen derer Items und Erfahrungspunkte, hauptsächlich wegen der Erfahrungspunkte. Ne? Okay, das muss ich besser timen. Moment. Jetzt! Ah, dammit. Oh, so geht's auch. Okay, von den Schlangen bekommen wir scheinbar nicht allzu. Ah, willst du mich auf den Arm nehmen? Der Typ hier ist echt zu nichts nutze. Ich weiß nicht, soll das irgend so ein Indiana Jones Billig-Imitation sein oder. Naja, auf jeden Fall, der Typ, wie auch immer er ist, sucht nach den Schätzen in
den Ruinen von La Mulana. Was auch immer La Mulana jetzt genau ist, wir wissen es nicht. Ich bin nicht mehr so sicher, ob er das weiß, also er als Charakter. Ob er das Wissen von dem Erschaffer, seinem Kreator, vererbt bekommen hat oder ob er genauso viel weiß wie wir gerade und genauso schlecht mit Peitschen umgehen kann. Können wir eigentlich durch Mauern angreifen? Komm mal her hier. Hey, können wir. Cool. So, jetzt müssen wir nur noch dieses Item hier bekommen. Wo ist die? Ah, ich denke, wir können mal drauf verzichten. Ich hoffe. Obwohl ich natürlich schon gern hätte, aber jetzt wird sie ja weg sein. Ja. Also Items verschwinden, sobald man aus dem Stream geht. Dann sollten wir vielleicht können wir hier rein? Ja, können wir. The alcohol with the blue body and the many eyes. Legend has it, he's weak to the serpent staff. Oh, danke. Okay, das sollten wir uns merken. Irgendein Schlangenstab. Keine Ahnung, was das für seltsame Dinger sind. Wir haben keine guten. Leben haben. Ha! Also können wir die Dinger doch zerstören. So, da sind wir wieder bei ihm hier. Schwach gegen den Schlangenstab. Ja, was ist der Schlangenstab und wo bekommen wir ihn her? Also das heißt, in dem Game geht's mal vorläufig um Timing, um das richtige Timing der Attacken. Weil dann sonst genau das hier passiert. Okay, dafür muss ich erst noch ein Gefühl bekommen, aber ich denke, das kriege ich hin. Ich bin jetzt nicht so der Overpro, aber das ist ja immerhin auch nur eins von vielen RPGs. Und dann müsste es doch irgendwie möglich sein. So, okay. Den Shop können wir uns mal merken. Den können wir fürs Erste vergessen. Wollen wir im Moment, es gibt doch sicher irgendeine Inventartaste oder so. Ich teste das nochmal kurz so durch. So,
sonst muss ich mir irgendwo eine Anleitung suchen, wo die Steuerung geschrieben wird. Na, auf jeden Fall, das Wichtigste können wir schon mal angreifen und springen. So, dann denke ich, holen wir uns hier dieses, was auch immer das ist. Game Master. Okay, und das bringt uns jetzt was? Nochmal kurz sämtliche Knöpfe durchprobieren. Das muss jetzt einfach sein bei dem neuen Game. Denn wenn ihr mich fragt, sieht es aus, als hätten wir da noch was neben der Peitsche, vielleicht Rufsterne oder so. Naja, egal. Außer machen wir doch irgendwas mit der Maus? Nee. Also Steuerung rein über die Tastatur. Bam. So. Das heißt, hier müssen wir hoch. Aber ich würde gerne irgendwie speichern. Aus genau diesem Grund. Ja, und ich denke, das war's auch mal für den ersten Überblick zu dem Game. Ich werde mir jetzt dann irgendwo mal die Steuerung raussuchen und dann können wir von mir aus richtig loslegen. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.